Busse und Züge in Deutschland und Europa zu buchen sind kein Problem. Doch wie macht man das eigentlich in Asien, wenn man zum Beispiel ein Backpacking-Abenteuer durch Südostasien macht? Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht es um Reisen, Auslandsaufenthalte und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das Thema interessiert, lass auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst du nämlich nichts mehr. Schau auch zu jeder Zeit des Videos gerne in die Videobeschreibung, wo ich Texte und Links einfüge zu den Sachen, die ich hier im Video erwähne. Jeder, der es schon mal machen wollte, ist auf das Problem gestoßen. Man weiß nie, was man eigentlich buchen sollte, Bus, Zug, Flug. Und zum anderen ist es auch immer nicht sehr transparent und schwierig. Man kann es nicht wirklich einordnen. Oftmals kann man es nicht online buchen. Und also man weiß eigentlich nicht genau, wie man am besten von A nach B kommt. Deshalb stelle ich euch heute hier einen Weg vor, mit dem ihr eigentlich recht gute Verbindungen findet. Nehmen wir Beispiel mal an, ich wäre in Vietnam und würde gerne von Hue nach Da Nang fahren wollen. Das sind zwei sehr schöne Städte in Vietnam und sind eigentlich nur so 100 Kilometer voneinander entfernt. Die Straßen in Vietnam können aber etwas anders sein, freundlich ausgedrückt, als in Deutschland. Und daher guckt man zum Beispiel nach einer Zugverbindung. Man kommt auf die Seite von Vietnam Railways und bucht sein Ticket. Doch das funktioniert irgendwie nicht, aus irgendwelchen technischen Gründen, wer weiß auch immer. Man ruft also da an. Die Mitarbeiter könnten aber kein Englisch. Und dann kommt man nur noch mit sehr viel Arbeit an sein Ticket. Natürlich ist das nicht überall der Fall, gerade in den Regionen von Großstädten ist das absolut in Ordnung. Aber viele Webseiten sind teilweise sehr veraltet und das Personal spricht oftmals kein Englisch und das wird dann schnell mal zum Problem. Ich habe mich deswegen auf die Suche nach einem Tool gemacht und bin auf eine tolle Webseite gestoßen namens 12go.asia. Diese Webseite listet Flug-, Zug- und Busverbindungen in Südostasien auf. Natürlich verlinke ich euch die Seite in der Beschreibung. So kann man die Verbindungen für Länder wie beispielsweise Thailand, Myanmar, Malaysia, Philippinen, Laos, Kambodscha etc. recht gut finden und bekommt eine recht schöne Übersicht über die möglichen Optionen von einem Ort zum nächsten. Und zudem kann man noch die gebotenen Services einsehen, also sowas wie Snacks, WLAN, ein Onboard-WC und natürlich ganz wichtig eine Klimaanlage. Aber auch manche Dinge haben sogar Fernseher an Bord. Das ist natürlich extrem cool und können dann auch so ein bisschen vergleichen und natürlich das nehmen, was zu euch passt. Zudem fühle ich mich bei so einer Webseite natürlich auch deutlich sicherer, dort meine Daten zu hinterlassen auf irgendeiner kleinen Seite. Denn die scheint ganz schön groß zu sein, die Seite, und auch recht bekannt. Mittlerweile ist die Seite sogar auch auf Deutsch verfügbar. Und da halte ich es dann doch für sicher genug, meine Kreditkarteninformationen zu hinterlassen und darüber die Sachen zu buchen. Als wenn ich jetzt irgendeinem kleinen Klitschenbetreiber meine Sachen geben würde, wo ich jetzt nicht weiß, was stellen die da jetzt mit meinen Kreditkarteninformationen an in so einem Land. Auch unglaublich praktisch ist, dass man halt wirklich viele Sachen aufgelistet bekommt und auch wenn die Strecken in Ländern wie Vietnam eigentlich relativ gesehen kurz sind, kann so eine Fahrt doch mal mehrere Stunden dauern. Und da könnt ihr halt dann vergleichen, ob das jetzt halt eine Fahrt von 2 Stunden ist oder halt von 6. Also ich finde die Seite echt cool und sie kann gerade für Backpacker ein mächtiges Tool sein, um gut von A nach B zu kommen. Und gerade wenn man so eine ganze Südostasien-Reise mal machen möchte, dann kommt man ja auch nicht darum, mal einen Bus oder einen Zug zu buchen. Und das geht über 12go.asia doch recht einfach. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nein, würde ich mich über auch konstruktive Kritik freuen, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Hast du Fragen, dann stell sie mir auch gerne in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie dir zu beantworten. Das war's für heute. Schau dir gerne noch meinen Kanal an und da gibt es noch viele weitere interessante Videos zum Thema Reisen und Auslandsaufenthalte. Ich bin raus für diese Woche. Bis dann. Ciao.